Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Ja, dieses Mal sind wir hier im Startmenü und wie ihr seht, haben wir jetzt mittlerweile 34% Gesamtsynchronisation erreicht. Das hat den Grund, weil ich ein bisschen fleißig war seit der letzten Aufnahme. Und wir gehen mal hier in diese, früher war es immer eine DNA, heute ist es einfach eine Übersicht. Sequenz 1, 100%, Sequenz 2, 100%, Sequenz 3, 100% und auch Sequenz 4, 66%, aber alles, was wir bisher gemacht haben, ist bereits auf 100%. Auch diese eine dämliche Mission mit den optionalen Aufgaben und die haben wir dann auch geschafft. Ich muss zugeben, es war viel einfacher, einfach mal so locker zu spielen, ohne es zu moderieren. Das ist aber meistens so, wenn man sich doch beim Let's Playen meistens doch ein bisschen auf das konzentriert, was man gerade so sagt. Und auch hier oben, also da, wo jetzt der Balken ist, oben drüber steht 21% bei den Sammelobjekten. Ich habe mal, ich war eigentlich überall, wo wir bisher schon mal waren und habe da mal alle Sammelobjekte gesammelt. War ganz wichtig und ja, dann habt ihr da nicht so viel verpasst eigentlich, weil wir wirklich nur was gesammelt haben. Genau, und warum wir jetzt hier sind, in diesem Menü und nicht in-game, liegt daran, dass ich euch unbedingt was zeigen wollte und Achtung, jetzt gehen wir zurück und schaut mal, da sind Pinguine. Ich liebe Pinguine. Ah, oh, toll. Also da gehe ich jetzt gerne mal ein bisschen drum herum. Also ist ein bisschen frisch hier, einfach so an diesen Pinguinen da vorbei zu schwimmen. Aber ey, was ist das für Pinguine? Ich liebe Pinguine, Pinguine sind toll. So, da stelle ich mich jetzt mal dazu. Ich bin mal gespannt, ob die weglaufen. Oh, schade. Tschüss, Pinguine. Kommen die wieder? Also ich liebe Pinguine, ich finde Pinguine echt toll. Und das ist das, dürfte das erste Assassin's Creed sein, in dem es Pinguine gibt. Naja, ich bin momentan hier auf einer ganz kleinen Insel. Also wie klein die ist, sieht man erstmal hier auf der Weltkarte. Ich bin da ein bisschen rumgefahren, habe uns auch wieder ein paar Schiffe für die Schiffsmissionen geholt und habe dann mal hier einen kleinen Zwischenstopp gemacht, weil es hier eine Kiste gibt. Und ich wollte es eigentlich ursprünglich gar nicht aufnehmen, aber wie gesagt, Pinguine, Pinguine, yay, Pinguine. Und naja, dann habe ich mir gedacht, machen wir das doch noch gleich zusammen. Aber die Pinguine kommen nicht wieder zurück, aber wir können uns das merken, auf dieser Insel gibt es Pinguine. Ich bin mir sicher, wenn wir wieder zurückkommen, irgendwann werden die resettet. Warum da ein toter Mann liegt, weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht getötet, also der lag da schon. Sehr eigenartig, genau. Und jetzt gehen wir zurück ins Schiff und wir ja, können jetzt ja entweder zum nächsten Missionsziel fahren. Ich würde aber sagen, wir machen die Schnellreise, weil es ein bisschen schneller geht. Ah, deshalb ja auch Schnellreise. So, einmal gehen wir wieder nach Nordamerika. Habe ich schon erwähnt, dass ich Pinguine mag? Ja, ich weiß. Und natürlich dürfen wir jetzt wieder umdrehen. Und weil wir ja da immer angezeigt bekommen, dass eine Herstellung verfügbar ist, ja, wir werden es bald mal angehen. Ich habe nämlich jetzt auch so langsam, das ist nur so eine Schräglage hier, das ist Wahnsinn. Ich habe so langsam gemerkt, manchen Sachen wäre es sinnvoll, wenn wir uns ein bisschen verbessern, vor allem zum Beispiel für die Pfeile, dass wir da größere, ja, Behälter holen, dass wir da mehr mittragen können. Das wäre sehr, sehr praktisch. Also wie gesagt, nach wie vor, wir brauchen es nicht unbedingt, aber es macht es halt ein bisschen einfacher und wenn wir doch das Geld haben und das Material, dann lohnt sich das schon. Gerade Material haben wir jetzt doch ein bisschen was dazu bekommen, dadurch, dass ich ein bisschen auf hoher See gekämpft habe. Ich glaube, wir müssen mal irgendwann eine Kampf-Sonderausgabe machen. Und naja, da wollen wir hin. Hauptmission Narben. Aha. Okay, da fahren wir mal hin. Da kann ich nicht hinjumpen. Schade, dann müssen wir doch hinfahren. Aber ist nur ein Kilometer, das geht eigentlich relativ flink. Ja, ja, das wird dann noch richtig spaßig, wenn wir dann irgendwann mal mit der Hauptmission durch sind, hier wirklich alles andere noch aufdecken. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich in dem Let's Play machen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ab und zu mal euch zeige, was ich so gemacht habe und wenn was Spezielles passiert, dass ich das vielleicht zusammenschneide. Ich weiß es nicht. Aber gut, die Mission ist ja, die Story ist ja noch ein bisschen. Die ist ja nicht gleich zu Ende. So.
Ich habe übrigens mittlerweile Bären getötet. Ja. Da, wo die Indianer, diese Eingeborenen waren, wo ich noch gesagt habe, die waren so ein bisschen Navi, wie bei Avatar. Ja, das ist ein böses Stück Land. Also da alles einzusammeln, das hat ewig gedauert, weil es war so... Ja, zum Teufel! Naja, was war hier los? Schwierig, alles zu erreichen. Dann sind wir zu spät. Nein, Fort Frederick ist in der Nähe. Sicher kann der Colonel es halten. Ihr hört den Captain, Männer! Beeilt euch! Gut, also hier sieht es nicht so gut aus. Da wurde wohl irgendwas versenkt. Da haben wir noch einen Rest von einem Schiff. Und, nicht den Kämpfer verwickeln lassen. Oh, okay. Also, Monroe müssen wir erreichen. Monroe ist da hinten. Ja, ich würde jetzt spontan sagen, einfach mal da durchfahren und nicht durch die gelben Bereiche auf der Karte. Dann sollte das eigentlich... Moment mal. Halt, nee, wir sind ja schon da. Okay, mein Fehler. Ich habe gedacht, wir mussten jetzt an eine andere Stadt, aber Monroe ist ja gar keine Stadt, sondern ein Name einer Person. Deshalb hat mich dieses AL, was hier oben in der Luft gerade noch war, etwas irritiert. Ach, komm schon. Anlegen ist was für Weicheier, deshalb springen wir hier ins eiskalte... Obwohl, hier ist es gar nicht kalt, oder? Ist es kalt? Nö, hier ist nicht kalt. So, und hier dürfen wir uns jetzt nicht entdecken lassen. Also, kleine Sidequest mal wieder. Optionales Ziel für die 100%. Wo müssen wir denn hin? Natürlich ganz auf die andere Seite. Können wir nicht einfach da hinten? Da ist doch bestimmt eine Bucht. Können wir da nicht einfach reinfahren? Theoretisch könnten wir doch da durchschwimmen, oder? Ist da ein Fluss? Da ist doch ein Fluss. Aber da... Ganz so einfach ist es dann leider nicht. Wir probieren es mal. Einfach uns da durchzuwursteln. Da vorne steht einer. Den finde ich jetzt sehr unangenehm. So, jetzt stand da einer. Und jetzt ist hier gerade frei. Da hinten stehen mir zu viele Leute. Deshalb schwimme ich jetzt, ganz ehrlich. Sobald die gucken, tauche ich. Unauffällig schwimmen heißt tauchen. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Nur bei meinem Glück wird es passieren, dass ich dann ausgerechnet dann, wenn ich tauchen möchte, in einem Bereich bin. Und der da hinten macht mir ein bisschen Sorgen. Wo ich nicht tauchen kann, wo das Wasser zu tief ist. Oder nicht zu tief ist. So, jetzt schaue ich unten auf die Karte, dass die nicht... dass da keiner schaut. Aber es sieht gut aus, die gucken eigentlich alle weg. Ich möchte nicht zurück zum Schiff. Jetzt drehen sie sich wieder. Okay, also das funktioniert eigentlich gerade noch relativ gut hier. Jetzt werde ich fast gesehen. Aber ich kann ja wieder tauchen, ne? Das ist ja ganz praktisch. Schöner Wasserfall hier. Bin mir nicht sicher, ob das so geplant war, dass man hier taucht. Ich höre schon wieder komische Stimmen, Parcel-Stimmen. So, jetzt habe ich keine Luft mehr. Jetzt muss ich mal atmen. Und nachdem wiederum keiner guckt, schwimme ich schnell voran. So. 150 Meter noch schwimmen. Wie schnell schwimmt man denn so? Keine Ahnung, wie viel. Das letzte Mal, wo ich wirklich auf Zeit geschwommen bin, das war in der Schule im Schwimmunterricht und keine Ahnung, wie schnell man so schwimmt. So. Jetzt laufen wir hier an der Küste entlang und ich hoffe, dass wir da vorne irgendwo wieder hochkommen, weil sonst haben wir ein Problem. Dann ist mein schöner Gang perfekt, wir haben es geschafft. Und jetzt sollen wir 12 Ziele eliminieren und haben gerade keine optionalen Ziele mehr. Ich fand das jetzt sehr gut, wie wir das gelöst haben. Aha. Aha. Okay, das Problem ist, wir sind zu langsam. Bis ich da wieder oben bin, sind die alle tot. Also wir haben da zwar ein paar Kämpfer, die mit uns kämpfen, aber ich komme niemals rechtzeitig da hoch. Wenn ich überhaupt da hochkomme. Britische Verluste dürfen wir jetzt nicht mehr viele haben und die haben noch 10 Ziele zu eliminieren. Das werden die nicht packen. Ganz sicher nicht. Aber, sagen wir so, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt ein Checkpoint war.
Vielleicht schaffen wir es auch noch was. Das wäre natürlich lustig. Also ich bin zumindest hier. Halt durch, junger Mann. Wenn wir das schaffen, sind wir gut. Ich glaube es aber nicht, ehrlich gesagt. Könntest du mal da aus dem Feuer rausgehen und mein Freund... Nicht, bleib hinten. Naja, vielleicht schaffen wir doch noch was. Pass auf, hinter dir. Noch 5 müssen wir erledigen. Ich finde schön, dass er immer nur zuguckt und nichts macht. Au, au. Komm, greif mich an. Ich will kontern. Ich habe ein bisschen Angst um den Kollegen da hinten. Aber wenn er... Verdammt. Okay. Naja, das war irgendwie zu erwarten. Also doch nicht ganz optimal, aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir da jetzt einen Checkpoint hatten und dass wir an einer sinnvolleren Stelle spawnen. Das wäre praktisch. Wenn wir jetzt jedes Mal da unten spawnen, dann haben wir ein Problem. Dann wird es nämlich... Genau, perfekt. Wir sind jetzt hier im Fort und können kämpfen. Wunderbar. Einer tot. Zwei tot. Zwei tot. Der andere hat auch ein bisschen was mitgemacht. Also ich muss immer wieder die Deckung machen, weil das so ein fetter Typ ist. Zack, tot. Tot. So einfach geht das, wenn man doch einfach mal an einer gescheiten Stelle spawnt. Ja, den machen wir auch noch weg. Ja, erstmal verstecken, das ist wichtig, weil sonst kann man nicht kämpfen. Das ist richtig. Auf alle Fälle. Die dämlichen Schützen. Zack, und noch 2. Wo sind denn noch 2? Da ist noch einer, der ist schon, danke Kollege. Und den möchte ich aber. Boom, perfekt. Das ist Kessig Oasis Werk, nicht wahr? Ich glaube schon, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das Manuskript. Ihr verwahrt es. Bringt es zur Morrigan. Ich befehle es. Er gibt Ihr Befehle. Wollt ihn befehlen? Einem Colonel? Ich unterstehe euch nicht, Colonel. Ich übernehme die Verteidigung, bis ihr zurück seid. Okay, also das. Oh oh. Oh oh. Ein Assassin. Nein, das ist unser Kesegowase. Diese Namen sind immer so lang, aber sie klingen so richtig gut. Mit einem Packelgewehr töten. Moment mal. Das ist doch. Okay. Aber das ist doch auf unserem Schiff, oder? Das heißt, wir müssen den jetzt wahrscheinlich verfolgen. Und dann kommen wir. Höchstwahrscheinlich. Wo ist er denn? Ich habe ihn verloren. Ach, da hinten läuft er rum. Ja, genau. Genau, geh in den Schrank rein. Okay, töten. Da hinten läuft er rum. Das sind so viele Icons, da verliert man schon mal einen... Ach, das da? Ist das das da? Okay, das heißt, das habe ich jetzt aber schon fast verkackt, oder? Na komm, treff ihn doch. Das ist nicht einfach. Und da komme ich jetzt nicht mehr hin. Okay, das war nicht gut. Aber er läuft zurück, er läuft zurück, er läuft zurück. Au. So, wo ist er denn? Wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Läuft er jetzt da hinter mir vorbei? Perfekt, er läuft hinter mir vorbei. Dann kann ich jetzt schießen. Nein. Ja, komm. Da liegt er. Nein. Oh. Mal einer sagen, dass ich nicht gut im Zielen bin. War das jetzt? Ihr habt viel gelernt, also ich bin zumindest relativ weit nach vorne gespawnt auf einmal. Vielleicht war es das. So, wenn ich Pech habe, hat ihn aber irgendjemand anders getötet. Achilles verlangt deinen Tod. Was er tut, ist falsch. Was weißt du schon? Die Templer werden scheitern. Du... Ja, die Templer werden scheitern. Das hängt immer davon ab, was man gerade spielt. Spielt man in Assassin's Creed als Assassine oder als Templer, ne? Der Spieler gewinnt immer. Was meinst du? Tod ist tot. Also, unangenehme Neuigkeiten, würde ich sagen. War das jetzt? Okay. Wo muss ich denn hin? Rückwärts? Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hat das jetzt gezählt? Habe ich ihn getötet? Habe ich ihn getroffen? Ich habe keine Ahnung.
Wir werden es nachher sehen. Ich muss jetzt erstmal wieder zurück. Ja, ja, stopp, stopp. Ist in Ordnung. Lass mich einfach in Ruhe. So. Einfach zurücklaufen, irgendwie durch. Ich bräuchte jetzt gerne meine verborgenen Klingen. Perfekt. Ist gar nicht so einfach, im Laufen auszuwählen, weil man da ganz schön mit den Fingern umherwurschteln muss. Einfach durchlaufen. Hallo, guten Tag. Ja, das war ja nicht schlecht. So, jetzt muss ich da irgendwie rein. Oh, heiße Hölle, heiße Hölle. Oh, vielleicht sollte ich... da ist sie. Er. Sie. Es. Unser Kollege. So, den bringen wir da mal raus. Und dann, jetzt ist er draußen. Und das war's, oder? Das Manuskript. Ein Assassinenname ist... Na toll, jetzt haben wir das Assassin. Jetzt, weil wir es ihm überlassen haben. Na super, hätten wir es mal selber behalten. Behalten. Shay. Tja, das hat es ja vollgebracht, dass wir ihn jetzt da rausgeholt haben. Aber so ist das als, naja, ehemaliger Assassine oder Templer. Immer da, wo man gerade ist, da stirbt wer. Tja, blöd gelaufen. Abgeschlossen, jetzt hoffe ich, dass ich den da getroffen habe. Verdammt! Wir hatten den getötet dann. Darf ich das nochmal machen? Naja, ist ja egal. Nicht den Kämpfer verwickeln lassen, ist ja dann zum Nachspielen egal. Das haben wir dann schon. Ah, bitter. Also nicht nur sein Tod, sondern auch, dass ich die optionale Mission nicht geschafft habe. Aber das ist echt schwer, den da zu treffen. Also, der ist ja... Wieselflink, da brauchst du einfach nur Glück. Und vor allem brauchst du Glück, dass ihn kein anderer tötet. Ne? Also so, dann bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hin müssen. Oder wo wir jetzt hinportiert werden. Ich vermute, dass wir auf einmal wieder in einer anderen Zeit sind. Oder auch nicht. Wo sind wir denn? Wo sind wir? Wo sind wir? Ich kann leider nichts gerade machen. So, in Greenwich, New York sind wir wieder. Okay, und haben mal wieder eine neue Aufgabe zu erfüllen. Also, was heißt eine neue Aufgabe zu erfüllen? Wir müssen hier in unser Büro, in unser Vor. Da könnten wir auch per Schnellreise hin, aber ganz ehrlich, die 100 Meter, die können wir auch noch zu Fuß gehen. Aber wenn wir vorhin schon über Sprints geredet haben, wir könnten ja mal ausmessen, wie schnell hier unser Templer, mittlerweile Templer, rennt auf 100 Meter. Wie lange er für 100 Meter braucht. Das wäre eigentlich fast mal interessant. So, wie komme ich jetzt da rein? Ich glaube von der anderen Seite. Aber das ist ganz gut, dass wir jetzt in New York sind. Denn egal, was jetzt passiert, wir können auf alle Fälle mal schauen, dass wir unser Inventar verbessern. Da könnte ich mir dann mal zwischen den Folgen ein paar Gedanken machen und dann werden wir das bei der nächsten Folge einfach mal angehen. Aber jetzt müssen wir erstmal zu dieser Beerdigung hier. So sieht es zumindest aus. Na, doch nicht ganz. Ich glaube, wir werden jetzt offiziell ein Templer, oder? Schwört ihr, die Grundregeln des Ordens zu wahren und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Nie unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies fortan bis in den Tod. Egal was passiert. Ich schwöre. Dann seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Ihr seid jetzt ein Templer. Herold einer neuen Welt. Oder? Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Das ist ziemlich sicher Kenway. Quasi der Vater von unserem indianischen Assassinen aus Assassin's Creed 3 und der
Nachfahre, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der Nachfahre von dem Piraten-Assassinen aus Black Flag. Ich begreife, warum Sie so an Cormac interessiert sind. Oh, mal wieder eine Trophäe. Dann haben wir die Sequenz 4 abgeschlossen. Seitenwahl. Also, wir sind jetzt Templer. Und mal wieder in der Gegenwart. Yay. Und wählte seinen Weg entsprechend. Eine ähnliche Wahl steht auch Ihnen bevor. Wer ja. hätte gedacht, dass Sie so weit kommen? Sie sind auf dem richtigen Weg. Fehlt immer noch der Zugriff auf die Server im Keller, aber einer ist ganz oben im Gebäude, neben Melanies Büro. Ja. Da fahren wir jetzt mit dem Aufzug hin, machen ein komisches Minispiel, gehen wieder runter und ab in den Animus. Naja. Nein, ich lässt da jetzt nicht wieder über die Sequenzen, über diese Gegenwart-Sequenzen, aber das Gute ist, es gibt immerhin eine Trophäe, wenn wir das fertig gemacht haben. Also ein bisschen motivierend, zumindest für mich ist es. So, wo müssen wir hin? In die Etage 15 CCU. Ich finde das auch sehr lustig, dass ich einfach auswählen kann zwischen Etage 1, 2 und 15. Die dazwischen... Egal, wir schauen einfach mal hier raus. Durch das Aquarium. Naja, eigentlich sieht man gar nicht so viel. Okay, und sie brechen es ab. In der Geschwindigkeit ist es auch ganz gut, weil sonst dauert das ja ewig, bis wir im 15. Stock sind. Wir müssen reden. Ganz toll. So. Ne, hinter mir ist wahrscheinlich wieder offen, oder? Genau. Oh, das ist aber ein tatsächlich schönes Büro, muss ich zugeben. Muss die alles herstellen, diese Abstergos. So, guten Tag. Ich bin da. Diese Büro gehört einem Mann. Gut, dass die Schrift da im Hintergrund überhaupt nicht verpixelt ist. War mein Vorgänger als Chief Creative Officer bei Abstergo. Chief Creative Officer bei Abstergo Entertainment. Unsere Dach Abstergo Industries. Ja. Er zeigt Ihnen die wahre Geschichte der Welt, so wie einst mir. Ja, bla 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 bla. Er war nett, intelligent und liebte unsere Arbeit. Ja, vor so. Einem Jahr erblickte diese Wahrheit. Und was macht ihr heute noch so? Er wurde nie gefunden. Normal, wir bringen die Leute nicht so auf die neue. Wenn sie wenigstens hübsch wäre, ne? dann könnte man wenigstens was hinschauen. Aber die sieht ja grausam aus. Ich gewähre Level 2 Security Zugang. Oh, Überraschung, wir kriegen jetzt Level 2 Security Zugang. Über dieser Etage liefern mehr von scheiß Erinnerungen. Ach ja, komm, ist recht. Prima. Also, wir sind jetzt wieder hier reingegangen, dürfen wieder runterfahren und haben auf einmal... Ach nee, Moment. Der Pfeil zeigt ja woanders hin. Hä? Das ist cool, muss ich zugeben. Das ist mein Lagerfeuer. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wo ich hin muss. Aber ich vermute runter. Oder da lang. Da lang sieht es auch gut aus. Braucht jemand hier oben im 17., 15. Stock einen Regenschirm? Das ist auch sehr wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier richtig ist. Aber das ist ganz cool hier. Dann hat man noch so ein paar Bilder aus Black Flag eigentlich. So, hier geht's runter. Da haben wir Security Level 2. Ja, ist klar. Access Reservé. Und deshalb gehen wir mal da rein. Da ist nämlich auch eine 2. Und da, guck mal, ein Server. Na sowas. Dann werden wir den auch mal reparieren. Da bin ich mal gespannt. Oh, es ist wieder das gleiche Minispiel. Aber diesmal ein bisschen anders. Okay, das ist jetzt doch tatsächlich interessant. Transparenz und Reflektor. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ich war noch am Lesen, wie es funktioniert und was die Farben bedeuten, aber ist in Ordnung. Und führte ihn in die sogenannte Bruderschaft ein. Macandal war ein grausamer Mentor. Der sieht ja lustig aus. Und in seinem verzweifelten Versuch, Sklaven zu befreien, brach er sein eigenes Credo, indem er wahllos Adlige tötete. So fehlgeleitet sie auch sind, manche Assassinen sind ehrenhaft. Macandal zählte nicht dazu. Dank des berechnenden Genies von Madeleine de Lille statuierten die Templer ein Exempel an Macandal. Durch seine Interessiert euch das eigentlich? 1758. Sein erbärmliches Feigenblatt von Bruderschaft zerfiel rasch.
Als sein Kamerad und Jugendfreund Agathe nach Louisiana floh, erkannte Baptiste die Sinnlosigkeit seines früheren Lebens in Macandals Bruderschaft. Madeleine sah Baptistes Potenzial und wies ihre Templer in New Orleans an, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Wenn er Agathe herauslocken und töten könnte, würde er einen Platz im Templerorden erhalten. Obwohl Baptiste von der Assassinin Avaline de Grandpré getötet wurde, zeigt sein Weg klar, die inhärente Überlegenheit der Templer-Ideale über den Assassinenterror. Da, da, da. Also, unser zweites Videomaterial. Ja, Animus ist bereit und wartet. Und jetzt darf ich wieder runterfahren. Oh yeah. Gut. Ist auch toll, dass ich hier nicht sprinten kann. Das macht dann natürlich irre Spaß. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurück in das blöde Hauptbüro gehen und dann wieder den Aufzug nehmen und dann wieder meinen Animus suchen. Lass mich da rein. So. Und das Gute ist, wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich habe den nächsten Satz von Chefs Gedächtnis hochgeladen. Oh, ein neuer Satz. Na super. Wir haben es fast. Sie dienen hier einer guten Sache. Oh, Fische, Fische. Selbst wenn Sie noch nicht wissen, was es ist. Ja. Ist egal, wir gehen jetzt zum Animus und bevor wir da einsteigen, beenden wir diese Episode mal wieder und beim nächsten Mal steigen wir dann ein und dann haben wir zum Glück wieder spannende Ingame-Szenen. So, mit dem Blick auf unser Büro und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.